Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play vom Champions of Regnum. Wir sind hier noch in der Anfängerstadt Nashra Dei Village und müssen jetzt, ja, wir können jetzt auswählen dort hinten oder hier vorne, und wir gehen jetzt zuerst mal hier vorne schauen, ob etwas nicht zu schwer ist oder ob es geht. Aber ich denke, es ist machbar. Ich hoffe einfach nicht zu weit. Und ist es oben dran? Das ist hier oben. Wie komme ich nicht so einfach nach oben? Da gehen wir doch hier nach oben. Genau. Ja, wir sind Level 5. Noch 5. Dann haben wir den Hexenmeister. Diesmal Hexenmeister. Vorher haben wir Beschwörer genommen auf der Seite der Syrten. Und ja, jetzt sind wir offensiver, viel offensiver, dafür halt nicht mehr heilen und so, aber das hat mir sowieso nicht so gefallen, weil es halt langsam ist. Also lieber mehr Schaden machen, als dann die ganze Zeit sich zu heilen und so, weil man natürlich mehr mehr Schaden bekommt, wenn man langsam ist. Und immer stunnen können und sowas ist recht geil. So, hier nach oben. Das ist also die Mine. Oder müssen wir unten bleiben? Ich gehe nach oben. Ah, dort ist diese Skelette, könnten wir eigentlich bald besiegen. Ja, eigentlich schon jetzt. Sind natürlich nicht so schwer, wie sie anklingen. Also hier sind sie anspruchsvoll. Aber ich denke, dass sie nicht so anspruchsvoll sind. So, und dann zum Trainer müssen wir mal. Wir sind schon Level 5 und haben noch nichts trainiert. Was könnten wir mal machen? Leider können wir nicht so viel machen. Da oben, ja. Also, dann gehen wir nach oben. Aber ich denke, mit den Anfangszauber kommt man noch recht weit, ohne einmal zu geskillt zu haben. Das ist wahrscheinlich auch gewollt. Aber eben, wir wollen doch stärker werden, darum gehen wir nachher das Skillen. Was ist hier falsch? Aha, es ist einfach daneben. Und jetzt müssen wir wieder runter. Also es ist eine Aufgabe ohne Kampf, darum ist das leicht. Und ja, bei Regnum ist es eigentlich normal, dass man nicht Quests bekommt, wo nicht lösbar sind an dem Level, außer bei 4, bei den Wächtern, bei den Elementbewahrer. Aber die haben die sind sowieso entweder für später oder für mehrere Spieler gedacht, weil es ja ein Multiplayer-Spiel ist. Ja, jetzt gehen wir rüber in die Stadt wieder. Hier ist nichts. Ich suche immer noch Schätzen, weil Laufen so langweilig ist, suche ich noch irgendwelchen Schätzen. Auch wenn es nicht viel bringt. Ja, das Reittier habe ich leider noch nicht. Ich weiß nicht, wenn ich es hole. Ich muss zuerst wieder in Regnum reinkommen. Vielleicht, wenn mal ein paar Kollegen mitmachen oder hier vielleicht, wenn ihr Bock habt. Einfach voller Valhalla die Igen nehmen und ja. Dann dürft ihr mit mir spielen, könnt ihr mir hier unten in die Freundesliste hinzufügen. Hier Freund Black Mamba mit 2 M. Und dann habt ihr's.
So, hier haben wir eine weitere Quest und die Fliege in F gerade, die bei mir herumschwirrt. Okay, wir müssen in dieses Haus gehen und dort etwas in einer Vase nehmen. So, hier abgeben. Ja, reparieren müssen wir nicht. Quests geht in Richtung Umgebung. Dann gehen wir in Richtung Umgebung und wir müssen zum Trainer von den Magiern. So, hier haben wir noch eine Quest irgendwo. Hier ist der Waffenschmied, ein Einwohner, ein Händler. Was hast du zu handeln? Du hast ein paar bessere Stäbe hoffentlich. Da schauen wir mal. 6 bis 8, 6 bis 10, 10 bis 15. Wir haben genug Geld. Eine Haube haben wir noch nicht. Nehmen wir die beste. So. Handschuhe haben wir noch nicht. Und ein Injektionsgewand ist gleich gut oder besser haben wir. So, nehmen wir doch das bessere Zeugs und verkaufen gleich mal die Kleider. Brustplatte. Ja, ja. Das ist, glaube ich, sowieso für Bogenschützenkrieger Level 8. Müssen wir nicht übertauschen zum Krieger. Der ist zwar noch nicht so gut wie sie, weil ich heute einfach ganz lange ein bisschen am Monster geklopft habe und so nicht so viel Erfahrung bekommen habe. Dafür ein paar Items aber leider nur für Bogenschützen, die wir noch nicht nehmen. Der hat ja die bestimmte Quest. Hast du etwas Besseres? Du hast nur Sachen für den Krieger und für den Bogenschützen. Du hast 16 plus 2. 32. 16 plus 2. 16 plus 1 ist jetzt nicht viel schlimmer. So, du hast aber einen besseren. Nein, du hast auch keinen besseren Umhang. So, und Alcius und Syrtis kloppen sich. Da ist der Bogner. Ich brauche den Magier-Trainer hier. Der ist ja gleich beim. Ah, das sind alle. Okay. Trainieren. Wir müssen hier. Arkanes Geschoss. Käferschwamm, bitte. Und hier könnten wir noch Arkanbeschleunigung nehmen. Das Problem ist eigentlich nur, dass wir könnten eigentlich zurücksetzen. Und dann haben wir wahrscheinlich die Dinger hier. Also hier 2, hier 2, hier 2 und der Rest brauchen wir nicht. Wir könnten noch eine Energiebarriere nehmen, aber nein. Wir brauchen eigentlich nur die 2 Skills, die will ich auch nur einsetzen. So, der. Ja, eine Energiebarriere ist so, man kann eine bestimmte Zeit lang einen bestimmten Schadensprozent, also nein, nicht Prozent, hat allen Schaden abwehren, aber das Schild hält nicht lange und es fängt nicht so viel Schaden ab auf Level 1. Dann will ich lieber einmal mehr angreifen als so ein blödes Schild einsetzen. Später ist es dann gut, das Energieschild, und fast eine Pflicht dann in der Warzone. Warzone in der Kriegszone. So, wie steht's? Ignis ist verwüstet. Hey, wir müssen denen mal helfen. Gottchen, Gottchen. Kommt alle nach Ignis, wir machen ein riesen Megaprojekt.
Wir werden den Ignisen helfen. Auch wenn sie nicht so böse, nicht so nett sind oder so. Sie sind ja auch nur ein Volk. Wir müssen sie ihnen helfen doch. Aber ich denke, ja, was soll man sagen? Sind eigentlich alle neutral. Denke ich mal. So böse ist jetzt Ignis auch nicht, dass sie böse sind. Sind eigentlich alle neutral. Und Syrtis ist ja auch nicht unbedingt nett. Dort hat es schlimme Burschen. Und schlimme Frauen mit spitzigen Ohren. Also wir müssen hier unten noch eine Quest abgeben. Tötet eine Spinnenkönigin. Und wo ist eine Spinnenkönigin? Bei den Salamandern. Winzige Strandspinne. Also Level 6 sind wir. Noch 4. Wo könnten wir denn? Ah, hier haben wir 2 Quests. Also. Ja, ein großes Schiff. Mhm. Okay, das weg, das an. Hier haben wir nichts mehr. Nur noch den Magneten. Eine Spinnenkönigin. Sieht man das? Dort unten oder da drüben? Hier oben? Wieso hier oben? Also hier müssen wir. Grünes Tal ist das wahrscheinlich. Winziger grüner Käfer töten. Und wo ist der winzige grüne Käfer? Da. Waffen. Jetzt müssen wir wieder zurück. Jetzt müssen wir dorthin. Jenen Junges. Close, don't panic. Das ist ein Spieler. Das sind Zombie-Piraten, die immer noch violett sind. So, welches Level ist der? Der ist einfach schwer. Aha. Und jetzt, jetzt ist sie weg. Nein, nein, sie ist nicht weg. Jetzt müssen wir natürlich wieder zurück. Hallo. Du bist aber süß. Geht. Ich kriege das Kotzen. Also, nur kurz in die Item mal schauen. Nee, das brauche ich nicht. Ja, ich bin immer noch am Ding, also dürft ihr gerne etwas euch wünschen als Reittier. Extra Charakter könnten wir mal kaufen. Aber alles nach einiger Zeit. Das muss sich ja lohnen. Ja, jetzt ist hier fertig wahrscheinlich. Ja, die Quest ist fertig. Jetzt gehen wir nach oben.
Also zum Projekt, also zu diesem Let's Play, also ich brauche zuerst wieder ein bisschen Motivation. Natürlich ist es am Anfang immer wieder ein bisschen langweilig und so, bis man wieder drin ist und so, aber ich würde es toll finden, wenn jemand mit mir würde ein bisschen, also mir mit, muss nicht reden oder so, einfach mitlaufen in einer Gruppe und dann Gegner besiegen und so. Da müssen einfach die, die schauen, die oben sind, dass die Gegner nicht, dass er die Gegner nicht tötet und so weiter. Und wenn das klappt, ja, dann ist super. Also ich habe auch schon einen gelevelt, der nicht so hoch war. Und dann können ja mal in einiger Zeit die Kleinen leveln und die Großen nicht und so weiter. Also das wäre richtig toll, wenn wir daraus ein richtiges Multiplayer, ein Together-Projekt machen können. Aber eben, es ist nichts Pflicht, natürlich. Und aber schön wäre es, wenn wir noch natürlich uns gegenseitig noch ein bisschen Weisungen geben können und sowas. Anweisungen, alles Mögliche. Das abfallende Tal ist hier. Oh, es sieht jetzt schön aus. Also die Grafik gefällt mir. Es ist schlicht, aber ja, schön eigentlich. Und ja. Ich weiß nicht, was alle haben, wenn sie etwas sehen, dass sie gleich sagen, oh, die Grafik ist schrecklich. Ich mag das nicht. Ich spiele immer noch manchmal ein paar Gameboy-Spiele oder Super Nintendo-Spiele. Das macht bei mir überhaupt nichts aus. Und die haben ja dann wirklich grässliche 16-Bit-Grafiken. Oder sogar 8-Bit. Ich weiß nicht, was der Gameboy hat. Also natürlich Gameboy Color, aber da ist ja nur die Farbe hinzugekommen, aber nicht die Auflösung. So, hier oben sollte die Spinnenkönigin sein oder was? Und diese Bags, die hier ein bisschen hingeklatscht aus. Aber immerhin hat er Details. Also hier oben muss eine Spinnenkönigin sein. Wo denn? Hier weiter nach drüben, hier nach oben oder was? Wo ist denn das? Ja, hier oben. Und wie kommt man da nach oben? Ich weiß es nicht. Hier rein. Mach das Tor auf, ich muss da zur Spinnenkönigin. Dort draußen im Westen. Ist das hier unten? Im Westen. Hier? In kleinen Ruine. Ich gehe mal hier runter. Aber hier ist doch nichts, oder? Kann man hier rein? Nein, scheinbar nicht. Ich denke, kleine Ruinen sind eher die da unten. Kann man hier jetzt rein? Hier ist ein Gestein. Nehmen wir mal das Gestein mit hier. Ich will nur nicht runterfallen, also runterrutschen. Ja, genau, das meine ich. Aber wir können wieder hoch. Ein Quarzstein. So. Jetzt gehen wir weiter. Ich hoffe, wir haben bis da oben wieder volle Energie. Sonst soll ein bisschen ausruhen. Hier haben wir die Opferschale, wo wir das Feuer angezündet haben, das scheinbar wieder erloschen ist. Ah, mir gefällt das irgendwie. Also hier müssen wir rein. Genau. Hey, yo. Also kurz ausruhen. Und den Zeppelin anschauen.
Oder dieses Flugschiff mit Luftballon. Zeppelin hier. Ja. Black Mamba. Also, wo haben die Spinnenkönig? Ja, sicher. Und die müssen wir jetzt töten. Ein Schaden. Ja, genau, mach mir einen Schaden. Hau ab. Was ist das denn für leicht? Wie leicht ist denn die? Oh Gott. Nicht gerade schwer. Also gehen wir wieder runter, ja, wir müssen runter und dann müssen wir noch in die Umgebung. Da müssen wir wahrscheinlich geradeaus dort. Da ist auch wieder ein Spieler, Bandoria. Sehr einfach. Ein Bogenschützen, okay. Und jetzt müssen wir hier abgeben. Sehr schön. Neue Quests gibt's gerade nichts. Diese Monolithen sehen noch interessant aus. Also zur Umgebung. Hier haben wir auch noch mal kleine schwarze Witwe. Und jetzt? Ja, ich bin in der Umgebung. Ich bin zentraler Gebirgspass. Irgendwie geht hier das nicht. Müssen wir oben durch. Oh Gott. Da gehen wir halt oben durch. Diese Titten. Zeig mir, wo die Quest hinführt. Na? Also jetzt. Töte eine Burkhan-Leiche. Und wo ist eine Burkhan-Leiche? Geht's noch? Auferstandene Knappe. Großer Käfer. Na, super. Ganz weit nach hinten. Schaffen wir den überhaupt? Oder ist er auch blau? Oder sogar weniger? Ich weiß es nicht. Aber hier sollte irgendwo diese Leiche sein. An diesen Galgen. Scheinbar. Burakans Reich. Das ist eine Bur... Okay. Scheint schwer zu werden. Schnell friesen. Okay, wir haben einen riesen Vorteil. Und kriegen nur 6 Schaden oder was? Also war wieder easy. Ich werde noch nicht gefordert. Das ist schade. Jetzt laufen wir wieder nach Hause. Das Feuer lodert am Stabesende. Am Kopf des Stabes. Leuchtet die Flamme der Hoffnung.
des Aushaltens der langen Reisen. Nee. Können wir hier mal ein bisschen kämpfen. Gebt mir ein paar Items. Ich brauche ein paar Items. Oh, ich habe einen Magier gewonnen bekommen. Für Level 11. Aha. Ganz klar. Ach Gottchen. Ich mache euch nieder, ihr schändlichen Knappen. So, und was haben wir? Stab des Blitzes. Oh, nicht schlecht. Ab 6 bis 10 haben wir nicht mehr. Nein, wir haben, glaube ich, gleich viel. Gebt mir mal etwas Anständiges, bitte. Ja, das macht halt Schaden, hä? Komisch, dass man den dort gar nicht sieht. Oh, ein gepanzter Kleiderhandschuh, aber nichts für uns im Krieger. So, dann schlafen wir mal ein bisschen. Na? Die sieht da wirklich aus wie eine Schlange. Vor allem die Augen. Ich kann leider nicht weiter heranzoomen. Ja, jetzt sehe ich sie nur noch ein bisschen. Die Schlange. Gebt mir noch ein bisschen von euren Items ab. Ja. Gut. Und du bekommst nochmals einen Käferschwarm. So. Sehr gutes Gelingen. Ich mag den. Und bald haben wir noch ein Level. Sehr schön. Dann sind wir schon Level 7. Also gehen wir wieder zurück. Unser Buff geht bald zu Ende. Ich habe sie im Flug gefangen, die Fliege. Die mich gestört hat schon längere Zeit. Sie ist irgendwo bei der Heizung. Schade, dass sie nicht an ist bei dieser Hitze. Schade, dass er gut ist, dass sie nicht an ist. Man kann eine Fliege übrigens sehr schnell verwirren, indem man die Handballe, also wenn die Fliege drin ist, so ein bisschen herumschwenkt und sie dann verkehrt herum an die Tischkante oder so knallt. Meistens, also wenn man sie ober der Tischkante, also auf dem Tisch geknallt hat, dann ja, braucht sie einige Zeit, bis sie wieder wegfliegen kann, wenn sie überlebt hat. Und wenn sie die Flügel noch benutzen kann. Aber es sieht so. Oh mein Gott. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das qualvoll für die sind. Ich bin zwar ein Tierfreund, aber bei Fliegen habe ich kein Pardon. Sorry für die, die auch Pardon für die Fliegen haben, aber bei mir ist das nicht möglich. Target no, not found. So, jetzt haben wir einen Blitzstab. Jetzt haben wir aber keine Quests mehr hier. Doch, hier haben wir eine Quest. Wir nehmen ein Schlückchen von diesem grünen Tee. Was übrigens gar nicht ein Tee ist. Aber, das wisst ihr. Also, was muss ich? Umgebung. Ah, nochmals da oben nach oben. Sonst haben wir wirklich keine. Wir können doch das irgendwie... Ding, dass Quests angezeigt werden. So. Hat es irgendwo sonst noch Quests? Dann müssen wir nach Azadili. Wie heißt das? Azadi.
Wir gehen nach Azari. Oh, wir haben noch ein Ding. Ein Amulett. Wir haben Skelettstaub, nur Loot. Das Magiergewand ist besser für Abwerben für Level 11, genau. Nichts für uns, nichts für uns. Ja, hier ist halt noch leer. Ich hoffe, es wird bald etwas bisschen gefüllt. Und ja, eben auch wenn ihr euch das Spiel nicht so gefällt, zusammen macht es immer Spaß und ja, man kommt natürlich viel mehr schnell vorwärts und so. Also wenn ihr Bock habt, nur zu, traut euch. Also wir machen jetzt noch diese Quest, dann beende ich diese Aufnahme. Ich weiß nicht, ob ich noch eine zweite aufnehme oder so, aber es wird nicht allzu oft ein paar Videos kommen, aber trotzdem noch alle 3 Tage ungefähr. Mal schauen. Aber eben, es ist für mich schon extrem viele Parts her und langsam ja, schwindet halt ein bisschen alleine herumzugammeln, ein bisschen der Mut und so. Aber ich hoffe, bald melden sich ein paar. Sonst muss ich wirklich aufs Zusödis gehen, aber das, davon, da habe ich nicht mehr Bock. Nach Südis habe ich echt keinen Bock mehr. Also wir müssen knapp einen Tritt. Wir haben schon 6 getötet. Wieso merkt das die Quest nicht? Aber der ist immerhin nicht mehr blau. So, einen so töten, den anderen so. Also bei denen, die muss ich mir merken und ein bisschen farmen mit dem Krieger. Aber mit dem komme ich wahrscheinlich nicht so schnell vorwärts. Weil der keine Quests macht. Oder nur wenige. Mit Belohnung natürlich. Einen Kleiderhelm. Aber auch ohne Bonus, ja. Ganz nackig. Na du, kannst du auch mehr Schaden machen? Nicht? Dann tut's mir leid. Tut mir leid für dich, dass du einfach ins Datengrab geschindet wirst. Geschoben. Skelettstaub. Ich brauche keinen Skelettstaub. Ich brauche Items. Gute Items. OP-Items. Overpowered. So gut. Weg damit. Jetzt gehen wir wieder in die Stadt mit dem unaussprechlichen Namen. Oder Dorf oder kleines. Kleine zusammen. Ja. Nashraidei. Wir haben in unserer Region immer so kleine 3-4 Häuser, Dörfchen, die einfach ja um ein Gasthaus, um eine Taverne oder so, um einen Bauernhof gebaut wurden, damit die Landwirtsangestellten dort wohnen können. Und das ist wahrscheinlich bei euch auch irgendwo so. Wenn ihr nicht gerade in einem Dschungel wohnt, in einem Stadtdschungel. Und so sieht das aus. Hat zwar ein bisschen mehr Häuschen, aber das sind ja keine richtigen Häuschen. Das sind nur ein Einzimmerhaus, Häuser. So. Quest beendet. Da ist auch wieder eine, die Corona. Gut, dann haben wir hier alles erledigt. Wir gehen noch in die andere Stadt. Schauen dort mal uns um. Und dann, ja. Ist der Part leider wieder zu Ende. Aber ich mache natürlich auch längere Parts für Regnum. Aber mehr Parts, also mehr Parts momentan noch nicht.
Aber schreibt mal, ob ihr es wollt oder ob es euch egal ist. Kann es euch schon egal sein, weil das ist natürlich nicht so ein Mega-Projekt, wo halt Spaß unbedingt machen muss, alle ansprechen muss und so. Und ich bin sowieso noch ein bisschen klein, ein kleiner YouTuber. Und deshalb ja, kann ich das verstehen, wenn sich niemand meldet. Natürlich habe ich, hätte es ja gern. Wieso hätte man kein Ziel? Der Aaron Martell, der ist wahrscheinlich zum Magnanit sammeln hier. Wie viel Gepäck können wir tragen? 92. 11 haben wir. Mhm. Ah, hier ist eine kleine schwarze Witwe. Ich weiß nicht, ob ich einen anderen Charakter noch Black Widow nehmen soll. Da habe ich eigentlich überall Black. Mal schauen. So, hier haben wir wieder Quests. Also können wir das nächste Mal hier weitermachen. Und ich möchte gerne nicht zum Bogner, ich möchte zum Magiertrainer. Nur mal schauen, ob ich noch etwas killen kann. So, schaue ich mal hier. Nein, hier geht's noch nicht, aber ich kann das mal höher machen. Hier auch. Und dann hier die Barriere. So, sehr schön. Also, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Und ja, vielleicht auch bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.